Im Jahre 1881 eröffnete Karl Gotthard in diesem Haus am Meißener Platz eine Eisenwarenhandlung. Unter Beteiligung von Richard Kühne gründeten beide im Mai 1919 eine Maschinenfabrik und Apparatebauanstalt. 1924 wurde in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes das neue Werk mit einem Wohn- und Verwaltungsgebäude und einer Werkhalle errichtet. Wenige Jahre später erfolgte der Bau einer zweiten Werkhalle. Die Firma entwickelte sich rasch zum führenden Hersteller von Spezialdämpf- und Heizungsanlagen verschiedenster Ausführungen und verbesserte und erweiterte ständig die Produktpalette. 1939 beschäftigte die Firma Gotthard und Kühne bereits fast 300 Arbeitskräfte. Es wurden im Laufe der nächsten Jahrzehnte zum Beispiel folgende Produkte gefertigt: Futter, Transport, Dosier, Absack, Misch- und Aufbereitungsanlagen in stationären und mobilen Varianten, gummibereifte Anhänger, kombinierte Küchenherde mit integrierter Wohnraumheizung für mehrere Räume, Grünerbsen-Dreschmaschinen, Kartoffelwaschmaschinen und. Infolge der damaligen politischen Gegebenheiten verlor das Werk ab 1961 einen großen Teil seiner privaten Eigenständigkeit und wurde zum halbstaatlichen Betrieb. Den völligen Verlust der Eigenständigkeit erlitt die Firma Gotthard und Kühne im Jahre 1974, als das Werk dem Dämpferbau angegliedert und damit wiederum Teil des Kombinates Impulsa Elsterwerda wurde. Nach der Wende fegte die Treuhand mit eisernem Besen durch die ostdeutschen Betriebe und beförderte damit oftmals reichlich Geld und materielle Werte in die Taschen von zur Goldgräberstimmung erwachten westdeutschen Unternehmen und deren Spießgesellen. In zahllosen Fällen blieben leere Werkhallen und verfallende Gebäude zurück und auch Gotthard und Kühne versank seit jener Zeit in einen Dornröschenschlaf. Nun, 100 Jahre nach der Firmengründung, hat sich im April 2019 die Kamera auf dem Gelände und in den Räumen umgeschaut und zeigt Ihnen in bedrückenden Bildern, was von Mensch und Natur in den Jahren des Stillstandes und der Vernachlässigung und des Vandalismus aus dem einst so traditionsreichen Betrieb geworden ist.